Ich bin Ronald. Oh, war ein bisschen laut. Guten Morgen. Ich bin, wie gesagt, Ronald, möchte euch heute etwas zu Community Management und nachhaltiger Kundenbindung erzählen. Bitte seht es mir nach, es ist mein erster Vortrag ganz alleine. Ich sitze sonst immer im Kollektiv irgendwo und wenn ich mich verhasple, seht einfach drüber hinweg. Wenn ihr Fragen habt, gerne zwischendurch einfach kurz ein Zeichen geben. Sind herzlich willkommen. Ja, zu meiner Person. Ich bin Community- und Social-Media-Manager bei der Playa Media, ein Unternehmen mit Sitz in Spanien. Und wir vertreiben verschiedene Dating-Produkte. Ich bin zuständig seit 2009 für das Online-Produkt gay.de, schwules Online-Dating, und seit 3 Jahren auch für die Gaudi-App. Das ist das Pendant als App dazu. Ja, schaut einfach mal, was wir noch so im Portfolio haben. Für jede Zielgruppe was dabei. Und im Grunde genommen, alles, was wir machen, fällt in den Bereich Adult Content, also Dating mit auch expliziten FSK 18 Inhalten. Nebenbei bin ich noch Vorstand im CSD Deutschland e.V., das ist der Verband für die CSD organisierenden Vereine. Und ja, in dem Thema LGBTIQ-Rechte zu Hause. So, um was geht's? Community Management im Allgemeinen. Ich glaube, die meisten von uns wissen, was Community Management bedeutet. Von daher lese ich den Text jetzt nicht vor, das ist eher für die Folie zum Abruf danach. Also Community Management, der Umgang mit Kunden in Online-Communities, ob Onboard oder Offboard, in den Socials. Worum geht es bei nachhaltigem Community Management? Im Grunde genommen habe ich mir die Eingangsfrage gestellt. Ich möchte wissen, was in meiner Community passiert, was die User interessiert und wer zu uns gehört. Und demnach sind wir als Community Manager das Bindeglied zwischen Usern und Entwicklern. Und wir müssen tagtäglich die Needs erkennen und integrieren und auch interagieren, sowohl mit dem User, der bei uns online ist, als auch mit dem Entwickler, der am Ende sagt, okay, das Feature können wir umsetzen, needsbasiert, kriegen wir hin, das ist technisch nicht möglich, oder zu schauen, wie kriegen wir einen Mittelweg, sodass Entwickler zufrieden ist und sagen kann, das ist technisch machbar, und User sagt, okay, das ist das, was ich brauche, um mich auf der Plattform wohlzufühlen. Wir erstellen Content, also usergenerierte Inhalte oder auch externe Inhalte, um den User mit Informationen zu füttern, den Erklärbär zu spielen, um zu sagen, okay, so funktioniert deine Community überhaupt. Das sind Themen, die die User interessieren, die in Chatforen oder auch in Support-Tickets aufkommen. Die nehmen wir auf, verarbeiten sie auf der Plattform und versuchen natürlich, die Interessen aller User einzubeziehen, was mal mehr oder mal weniger möglich ist, so wie wir das in unserem Alltag kennen. Egal für welches Produkt wir arbeiten, aber wenn wir nicht kundenbasiert arbeiten und userorientiert arbeiten, dann läuft uns der Endverbraucher im Endeffekt auch weg. Warum wir das Ganze machen? Natürlich, um eine positive User Experience zu erstellen. Die sollte bei allem, was wir tun, bei allen unseren Aktionen im Vordergrund stehen. Und als Beispiel dazu, wir haben uns dazu entschieden, ähnlich wie IKEA und andere Großkonzerne es machen, die User zu duzen. Wir sind auf einer Plattform, wo ich mich explizit anmelde, um quasi in einem Safe Space bei uns das schwule Dating zu sein, um mich auszutauschen, um Gleichgesinnte zu treffen, um meine Interessen zu verfolgen. Von daher eine sehr personalisierte Ansprache. Wir nutzen nur die Du-Form, nie das Sie. Wir verkaufen kein Produkt, sondern unser Ziel ist es, den User dahin zu bekommen, dass er zu unserer Familie gehört. Also wir sprechen zum Beispiel in unseren Content-Elementen und im Forum von einem entspannten Abend, einem netten Chill, fragen, was er in seiner Freizeit macht, gehen darauf ein und reflektieren das Ganze in unserer täglichen Arbeit. Und dafür wichtig ist es natürlich, eine definierte Target Group zu haben. In unserem Fall speziell schwuler Mann im Alter einmal von 18 bis 25 und einmal im Alter von 45 bis 63. Warum das Ganze? Es ist zwar die gleiche Zielgruppe, aber unterschiedliche Alter. Und wie wir alle wissen,
je älter wir werden oder in unserem Leben, in unseren Lebenssituationen haben wir auch verschiedene Bedürfnisse, Lebensrealitäten und konsumieren auch unterschiedlich. So, die Challenge dabei ist, das Ganze ordentlich über die Bühne zu bringen, und das machen wir zum einen in den Socials, wie ihr seht ganz links ein Beispiel aus unserem Instagram-Kanal, in dem wir quasi den User anteasern mit verschiedenen Themen, Fragestellungen, wie ganz links oben Bondage, also einfach eine Frage, welche Form von Bondage magst du, wie machst du Bondage, sodass der User anfängt zu kommunizieren, und die detaillierte Kommunikation funktioniert dann weitergehend bei uns auf der Plattform. Wir erstellen User-Generated Content, hatte ich schon gesagt, das mittlere Bild, zum Beispiel ein User-Need, der aufkam, ich möchte mich gern zu verschiedenen Themen mit speziellen Leuten unterhalten oder mit einer geschlossenen Benutzergruppe unterhalten. Wir haben das Feature der Gruppen auf der Plattform integriert, sodass User zum Beispiel sich über Freizeit oder erotischen Content unterhalten können. Zum Beispiel, ich suche eine Laufgruppe, ich erstelle die Gruppe, kann quasi gezielt nach Interessierten und Gleichgesinnten suchen, kann mich austauschen, kann mich verabreden und das Ganze natürlich dann auch im Erotikbereich, je nachdem, welcher Vorliebe man gerade nachgeht. Und ganz rechts, We Are Family. Eine Aktion, die bei uns ins Leben gerufen wurde, als die Black Lives Matters Bewegung in den USA aufkam. Bei uns auf der Plattform sind nicht nur weiße Cis-Männer, sondern auch People of Color und Transpersonen online. Und bei verschiedenen Anlässen nutzen wir dies, um quasi Integration zu leben und alle Lebensformen und Identitäten einzubeziehen und auch zu berücksichtigen und auch, um gerade die ältere Zielgruppe zu sensibilisieren, weil die kennen das aus ihrer Lebenserfahrung, Lebensrealität nicht, und ja, Hemmschwellen abbauen, gemeinsam ins Gespräch gehen. Wie wir das Ganze machen, wir haben zum einen Volunteers bei uns auf der Seite, also das sind quasi Power-User, die irgendwann mal bei uns angefangen haben, ein ganz normales Profil zu erstellen, sich sehr eingebracht haben in den Community-Alltag, in den Foren oder im Chat zum Beispiel, Fragen, User-Fragen schon beantwortet haben und auch Features erklärt haben, wenn andere User neu auf die Plattform gekommen sind und Hilfestellungen brauchten, wie wo finde ich diese Funktion oder ich kann die Nachricht nicht absenden oder ich kann kein Bild hochladen, wie funktioniert's? Daraus, aus den Power-Usern, haben wir die Volunteers quasi created, und das ist eine Stamm-User-Zahl von aktuell 5 Leuten, die bei uns auf der Plattform unterwegs sind und uns in vielen Bereichen unterstützen. Sie übernehmen zum Beispiel die Moderation in Chat und Forum an erster Stelle, versuchen alle eingehenden Fragen und relevanten Themen zu beantworten und können jederzeit auf uns als Community-Team zurückgreifen, wenn sie nicht weiterkommen, Hilfestellungen brauchen oder halt auch mal, wenn ein Sheriff gebraucht wird, weil die Kommunikation so ausartet, dass man an der Stelle nicht weiterkommt und dann bricht man lieber ab, bevor man sich selber quasi auf dem Präsentierteller stellt, und wir als Community-Team übernehmen und können in dem Moment unsere Volunteers in Schutz nehmen und können Aggression eindämmen. Im Grunde genommen ist das ein ganz großer Support aus den eigenen Reihen. Da komme ich aber später nochmal dazu. Grundlegend, um nachhaltiges Community-Management zu betreiben, ist es wichtig, Kommunikation auf Augenhöhe zu betreiben. Also nicht einfach hochgestochene Begriffe verwenden, abwertende Sprache oder auch einfach nur Sheriff, Polizei da sein. So hieß es früher bei uns mal an den Anfängen. Einfach nur hau drauf, um Kommunikation zu beenden, sondern den User aufnehmen und vielleicht auch einfach mal den kleinen Hinweis geben, auf diesem Niveau können wir uns nicht weiter unterhalten, um eine Diskussion zu beenden. So, how to. Da habe ich mir 4 Punkte rausgesucht. Dann fangen wir an mit der Mitgliedergenerierung, also der Aufbau.
einer kommunikativen Reichweite ist die Kernaufgabe des Community Managements. Wir wecken Interesse, vermarkten die Plattform aktiv auf sämtlichen Kommunikationskanälen, also nicht nur Onboard, sondern wir gehen dann auch in die Socials, bei uns zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Twitter, und versuchen das Ganze natürlich nicht nur digital zu gestalten, sondern machen das auch analog. Das Engagement ist wichtig, um den stetigen Dialog zu fördern. Dazu gehören vor allen Dingen motivierte und engagierte Moderatoren, da wären wir wieder bei unseren Volunteers, ein intensiver Austausch und natürlich eine besondere Wertschätzung mit den aktivsten Nutzern. Also nicht jeder Power-User ist gleichzeitig bei uns auch Moderator und Volunteer. Es gibt halt auch einfach User, mit deren Meinungsbild und mit deren Grundeinstellungen man nicht übereinkommt, sie aber doch sehr aktiv in der Community sind. Und je mehr und öfter wir mit ihnen kommunizieren, desto weniger ist deren Aggressionspotenzial und auch die Kritikfähigkeit der User wächst, wenn man mehr erklärbar ist. Von daher ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und natürlich alles, was wir tun, sollte immer irgendwie einen Mehrwert und einen Nutzen für die User haben. Und im besten Fall entsteht irgendwann mal eine emotionale Bindung. Der User fühlt sich zu Hause, fühlt sich ernst genommen, fühlt sich wertgeschätzt. Und somit wird er auch a. weniger Kritik üben, b. weniger negative Tickets schreiben und c. ganz wichtig, ihm fällt ein Fehler auf, bevor er ihn öffentlich in irgendeinem Forum postet, kontaktiert er dich als Community Manager vielleicht zuerst und sagt, guck mal, kleiner Hinweis, die Funktion, da ist gerade ein Fehler, schau es dir mal bitte an. Man geht in die persönliche Kommunikation, der User beschreibt es explizit, der User beschreibt den Fehler, hat die Möglichkeit, sogar einen Screenshot mitzusenden. Das Problem wird gelöst und am Ende bedankt man sich einfach mal für den User. Und zu diesem Bedanken, ihr seht auf jeder Folie über dem Webinale-Logo ein kleines Icon. Das sind bei uns Komplimente und kleine Gifts, die wir auf der Seite eingebunden haben. Die wechseln mit jeder Folie oder mit fast jeder Folie. Diese nutzen wir zum einen die User untereinander, um sich gegenseitig mal Danke zu sagen, zum Geburtstag zu gratulieren, und wir als Community-Team nutzen diese, um auch dem User, wenn er uns dann geholfen hat, Fehler gemeldet hat, mal im Chat und Forum für uns eingesprungen ist, um quasi Danke zu sagen und ihn einzubinden. Diese Icons werden an das jeweilige Profil des Users angeheftet und andere sehen, ach guck mal, cooler Typ, der hat viel Reaktion, der ist aktiv, mit dem kann ich vielleicht in Kontakt treten. So, weiter geht's mit dem Monitoring. Monitoring, ja, da ist eine Frage. Okay, ich versuch's. Es kam die Frage zur Vermarktung. Das ist, würde ich sagen, grundsätzlich erstmal unternehmensabhängig. Nutzen wir die Socials zum Beispiel als reine Community, dann steht die Vermarktung nicht im Vordergrund. Bei uns als Onboard-Community stehen die Socials als Vermarktungskanäle im Vordergrund. Also wir versuchen und wir möchten über die Social-Kanäle keine zweite Community aufbauen. Momentan ist es aber der Fall, weil die Kommunikation über explizite sexuelle Vorlieben etc. in den öffentlichen Medien nicht stattfinden kann, müssen wir den User dann bei uns auf die Plattform ziehen. Von daher sind das bei uns eher Kanäle zum Anteasern vom Team, Interesse wecken, um den User, um Kundenbindung zu generieren, um den User als Neukunden zu gewinnen. Gerne. Ja, beim Monitoring waren wir. Monitoring wissen wir alle, was es bedeutet. Zahlen, jonglieren, doofes Thema, mag nicht jeder. Mir liegt es gar nicht. Ich habe da einen sehr netten Kollegen, der das bei uns im Unternehmen übernimmt. Ich bin eher der, der in die Kommunikation geht.
Und für mich bedeutet das Monitoring in dem Moment eher aufzupassen und einen Blick drauf zu haben, welche Themen sind in der Community relevant, was wird diskutiert und auch aufzupassen, in welche Richtung es geht. Wie kann ich die Kommunikation lenken und gestalten und vor allen Dingen, wie kann ich Shitstorms und Hate Speech dann abwenden in dem Moment? Wie gehe ich auf den User ein? Was mache ich, um den User zu beruhigen? Oder, mein Lieblingswort des heutigen Tages, erklärbar, nutze ich externen Content und Inhalte, um den User weitreichende Informationen zu geben, wie zum Beispiel Thema Alkohol, Alkoholprävention. Man hat eine Meinung dazu, die kann ich als Community Manager gerne äußern. Es wird alles leider nur schwierig, wenn es um fachspezifische Sachen geht oder um auch Beratung geht. Das kann ich nicht leisten, das können wir nicht leisten. Und Beratungsangebote, finde ich, sollte man auch nicht leisten, wenn man nicht geschult ist. Von daher ein Verweis zum Beispiel zur BZGA, zu Anlaufstellen, zu Kontaktpersonen, ist in dem Moment immer der richtige Weg. Ja, und die Schnittstelle zum Unternehmen. Das hatte ich eingangs schon mal gesagt, also das Bindeglied zwischen Entwicklung und Endverbraucher. Immer aus der Sicht, was ist finanziell möglich, was ist technisch möglich und in welche Richtung wollen wir uns weiterentwickeln, was ist umsetzbar. Ein bisschen PR gehört dazu und zugleich aber auch, dann kommen wir nochmal zu der Vermarktung, enge Zusammenarbeit mit dem Marketing. Wo geht es hin? Was kann umgesetzt werden? Fährt man eine Online-Kampagne? Fährt man Google Ads? Machen wir offline eine Kampagne? Und so weiter. Ja, wie wir das Ganze machen, User-Bindung stärken, haben wir zum einen den Claim We Are Family ins Leben gerufen, mit dem wir sowohl online als auch offline unterwegs sind. Wie ihr seht, GDE und Gaudi stehen in einer Reihe, also quasi das Produkt ist einmal webbasiert und einmal appbasiert. Im Grunde genommen ist es die gleiche Community-Plattform, nur in unterschiedlichen Anwendungen. Und der User kann, egal wo er sich einloggt, alle Inhalte, alle User, allen Content nutzen und ist somit zu Hause und unterwegs, immer erreichbar. Und We Are Family war eine Kampagne zur CSD-Saison vor 2 Jahren, die wir gelauncht haben und waren damit auf mehreren Pride-Events in Deutschland unterwegs und haben quasi User-Treffen veranstaltet, wo die User sich offline endlich mal sehen konnten, haben dazu verschiedene Treffpunkte vorgegeben, User konnten teilnehmen, konnten sich über die App und über die Webversion verabreden in der entsprechenden Veranstaltung, die erstellt wurde. Und dann sind wir gemeinsam als Gruppe auf den Demonstrationen mitgelaufen. Und im Vorfeld des Ganzen für dieses Jahr haben wir einen Shop gelauncht, wo wir quasi mit den Usern im Vorfeld gemeinsam Designs erarbeitet haben, für Pride-Shirts verschiedene Motive, die User konnten ihre Lieblingsmotive einreichen. Wir haben sie grafisch umgesetzt und haben sie in einen Online-Shop gestellt, sodass für das nächste Treffen jeder User sein individualisiertes T-Shirt tragen kann und nochmal so ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen wird. So, jetzt hoffe ich, das funktioniert. Ich rede die ganze Zeit von Web- und App-Community und dass das das Gleiche ist und wie das Ganze funktioniert und wie die User sich austauschen können. Um es ein bisschen zu veranschaulichen, läuft das erste Video jetzt, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie das Ganze denn überhaupt aussieht. Und das zweite Video, was folgt, ist ein kleines Offline-Event, unseren Launch der App in Spanien, in Barcelona. Die haben wir im April auf Katalan gelauncht und sind somit die erste katalanische Dating-App überhaupt, rein katalanisch.
Und wie das Ganze aussieht, wenn Kundenbindung gut funktioniert und man nachhaltig ist und User für sich gewinnt, seht ihr bei unserer kleinen Party. Ja, das waren quasi die ersten User, die sich bei uns angemeldet haben, und aufgrund ihrer Erstanmeldung haben wir sie einfach zu einer Party eingeladen und Danke gesagt. Und ja, jetzt könnte man sagen, ganz doof gedacht, Schneeballprinzip, läuft super, weil diese User sind jetzt Stamm-User, diese User gehören zu uns, haben das Positive mitgenommen und laden ihre Freunde zu uns ein, und die katalanische Community wächst und wächst und wächst, besser als gedacht, und es funktioniert super. So, jetzt sind wir bei einem kleinen Exkurs. Also gerade eben haben wir gesehen, gerade in den Socials, wir wissen alle, es funktioniert Bewegtbild besser als ein einfaches Foto. Aber es müssen nicht immer Fotos sein. Wenn wir in einer Onboard-Community unterwegs sind, in Forum oder Chat, ein netter Spruch, eine doofe Frage, eine Gegenfrage oder einfach mal eine flapsige Antwort darf auch sein, funktioniert super. Im Grunde genommen weckt man Interesse, man regt die Diskussion an, und natürlich wird sich der ein oder andere User angepisst fühlen, weil er den Witz nicht versteht, aber es kann ja auch einfach mal lustig sein. Also wir wissen alle, wir dürfen uns nicht lustig machen, aber gemeinsam mal jemanden foppen und das Ganze dann nach 2, 3 Sätzen auflösen, erleichtert uns ja auch den Arbeitsalltag, wenn man mit einem kleinen Schmunzeln am Rechner sitzt. Im Grunde genommen, wichtig ist immer, die Diskussion wieder und wieder aufzugreifen, sich interessant zu machen und das Ganze vielleicht auch nach außen zu transportieren. Da gibt es ein schönes Beispiel von dem iPhone-Launch, ich glaube 2012 war das schon. Da hat die Keynote von Apple, kennen die meisten von uns, immer ein Mega-Event, ein Hype, entweder man ist Apple-Fan oder nicht. Aber selbst wenn man nicht Apple-Fan war, konnte man schmunzeln, denn Lego hat das Ganze 2012 nach der Keynote aufgegriffen und hat einfach ein iPhone aus Lego-Steinen gebaut, hat das in der Onboard-Community und in den Socials geteilt. Und das war so ein Running Gag, dass Lego quasi das beste Product Placement machen konnte in dem Moment, was möglich war. Was wir noch machen in der Community ist zum Beispiel regelmäßig neue User vorstellen, sei es mit einem Shoutout oder sei es onboard einfach mit einer Kurzpräsentation des Profils, zum Beispiel, das ist Philipp, 34, kommt aus Siegen, mag Fahrrad fahren. Ein kleines Shoutout, ein kleines Hallo, ein herzliches Willkommen. Wir schätzen in erster Linie den Userwert und integrieren ihn von Anfang an in die Community. Wir zeigen aber auch anderen Usern, ey Mensch, guck mal, wieder jemand Neues, wieder was los. Wie kann ich mich einbringen? Und der User wird automatisch aktiv im Forum, wird darauf reagieren, nur allein, um den neuen User willkommen zu heißen. Und im gleichen Atemzug präsentiert er sich aber auch selber, bringt sich ins Gespräch ein, macht sich interessant und ist wieder aktiv. Was zusätzlich noch ein gutes Themenfeld ist, ist Spontanität in Umfragen, in Quizfragen. Wir haben da, ich nenne es bei uns in der Community ein sehr niedrigschwelliges Angebot.
Funktioniert aber Bombe. Und zwar ist das einmal im Monat ein dreigeteiltes Bild. Das heißt, It's Your Choice ist das Oberthema dazu. Und da werden drei Bilder nebeneinander gelegt. Thema zum Beispiel, was trägst du für Unterwäsche? Bild 1, ein Mann in enger Boxershorts. Bild 2, ein Mann im Stringtanga. Bild 3, ein Mann nackt. Fragestellung, was trägst du für Unterwäsche? Shorts, String, nix. Und ihr werdet glauben, das sind die Beiträge, die bei uns explodieren und wo wir eine User-Reaktion haben von mehr als 1000 Antworten innerhalb von 24 Stunden. Und wenn ich da einfach nur meine 1, 2 oder 3 in den Kommentar setze, aber es funktioniert. Ja, und weil wir beim Exkurs sind, noch ein kleines Beispiel, wie plump doch einfach ein Spruch funktionieren kann. Und zwar waren wir vor ein paar Jahren auf der Buchmesse in Frankfurt unterwegs mit dem Unternehmen und die Kollegen von poppen.de, ein Mitprodukt von uns, haben ein Buch vorgestellt, die Sexflüsterer. Die haben quasi aus ihrem Arbeitsleben in dem Buch berichtet, was so User-Relevanz betrifft, was Themen sind, die wir aufgreifen und wie es eigentlich so funktioniert, hatten da einen Stand. Und wir mit unseren anderen Produkten waren natürlich auch vertreten, haben Postkarten entwickelt mit etwas abgewandelten Zitaten. Funktionierte super, war ein Running Gag auf dieser Buchmesse und unsere Karten, wir hatten von beiden 2500 Exemplare gedruckt, die waren am ersten Tag weg. So, und warum wir hier sind, euch wurde versprochen, dass ihr fünf Best Practice Beispiele mit an die Hand bekommt und heute damit nach Hause geht. Ich nenne sie einfach die Big Five. Warum Big Five? Schwule Community, Eurovision Song Contest. Muss man ja ein bisschen, ne? So, und die haben wir da. Zum einen, wichtig, neue User an die Hand nehmen, den Erklärbär statt Cat-Content. Also wir alle wissen, Cat-Content funktioniert, aber möchte ich den User dauerhaft halten, dann bringt es halt nicht, wenn ich einfach nur ein nettes GIF poste oder immer mal wieder ein Bildchen, sondern je intensiver ich mich mit dem User beschäftige, ihn ernst nehme, wertschätze, desto besser ist es für den User, für uns und der User fühlt sich zu Hause, we are family und bleibt bei uns, fühlt sich geborgen. Wir haben Geduld und wie es so schön heißt, auch wenn der Kunde König ist, sind wir Kaiser. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns über alles hinwegsetzen, aber damit ist gemeint, dass wir auch mal das letzte Wort haben dürfen und Kommunikation abbrechen können, wenn das Niveau verletzt wird, wenn die Netiquette oder die Guidelines der eigenen Community nicht eingehalten werden oder andere User auch beleidigt werden, dann darf man den User auch gerne mal ausschließen, verbannen oder bei uns ist es sogar möglich, ihm eine kleine Auszeit zu gönnen und für mehrere Tage aus der Kommunikation auszuschließen, um zu sagen, okay, beruhig dich. Dann kommst du zurück und wir machen weiter. Nummer 3, die Altersstruktur entscheidet am Ende über Content, Features und User-Ansprache. Also sich bewusst sein, wer ist meine Zielgruppe und welche Altersranges möchte ich ansprechen. Es funktioniert bei einem 18-Jährigen nicht, darüber über HIV-Prävention zu sprechen. Es funktioniert aber dafür eher bei einem Mann Ü50, der sich dafür interessiert, der die Bewegung in den 80ern mitgemacht hat und weiß, wovon er spricht. Bei dem 18-Jährigen wäre es eher plumper, einfacher, informativer Content, aber es wird keine Diskussion entstehen. Und genauso andersrum rede ich von queeren Rechten und queeren Personen, dann komme ich bei dem 18- bis 25-Jährigen sehr weit, komme aber bei dem 50-Jährigen nicht so weit, weil das ist halt eine Generation, die eine andere Denkweise hat und dessen muss ich mir bewusst sein, vielleicht auch Content dann getrennt voneinander ausspielen. Das kann nicht jede Onboard-Community. Wir haben die Möglichkeit, nach Altersranges zu differenzieren, um zu sagen, okay, diesen Content, den wir jetzt erstellen, der wird nur Usern in Altersspanne von bis angezeigt. Ja, Punkt. Ein Wir-Gefühl schaffen als Nummer 4, habe ich heute schon mehrfach gesagt. Also den User mitnehmen, den User abholen, manchmal ein bisschen Bauchpinseln
Und wenn es auch nur einfach mal mit einem netten Hallo ist, wie geht's dir heute oder scheiß Wetter, was macht ihr? Plump und einfach zielt manchmal besser, als eine große PR-Kampagne und Strategie zu fahren. Der User in einer geschlossenen Community ist da, weil er da sein möchte in erster Linie. Der User ist da, weil er vielleicht zu Hause alleine ist und weil wir die Familie zumindest virtuell ersetzen als Community. Also warum nicht einfach auch mal zwischenmenschliche Fragen stellen und reagieren. Und Nummer 5, der Ton macht die Musik. Für mich ganz entscheidend und ganz wichtig, sei du selbst, sei ehrlich und sei transparent. Also wenn ein User eine Frage stellt, warum geht die Funktion nicht, nicht rumdrucksen, weil, warum, wieso und Technik kann heute nicht, sondern einfach mal sagen, ja, da haben wir Scheiße gebaut und danke, dass du uns den Fehler gemeldet hast, wir sind dran, wir schauen es uns an. Funktioniert in der Regel besser, als irgendwelche Ausflüchte zu haben. Und ganz wichtig an der Stelle, gerade wenn Kritik geäußert wird, diese nicht löschen. Und auch am besten keine Bots oder automatisierte Antworten nutzen, keine Makros nutzen, sondern individuell reagieren, sodass der User merkt, okay, da ist jemand, der mit mir kommuniziert. Einfach zu sagen, danke für deine Antwort, unser Support guckt es sich an, ja, ist nett, man hat darauf reagiert, aber bringt beide Seiten nicht wirklich weiter. So, dann noch ein paar Tipps und Tricks. Ganz wichtig, finde ich, in unserem Arbeitsalltag ist das Reagieren bei Hate Speech und Bullying. Also wir verweisen da sehr gerne auf unsere Community Guidelines und achten darauf, dass Verstöße gegen diese auch quasi moderiert werden, vor allen Dingen, wenn es beleidigend oder rassistisch wird. Wir versuchen, die Kommentare nicht auszublenden, also zumindest onboard nicht. In den Social-Media-Kanälen hat man andere Möglichkeiten, dann kann man den Kommentar einfach entfernen und man reagiert einfach auf einen Troll nicht weiter. Oder man nutzt die Meldefunktion in den Social-Media-Kanälen, in den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Bei uns in der Community versuchen wir es erstmal nicht auszublenden, versuchen zu antworten und die Kommunikation zu schließen, sodass andere User auch mitbekommen, okay, this is a asshole, mit dem muss ich nicht weitersprechen. Was bei uns ganz wichtig ist, wir löschen keine Kritik, sondern wir antworten drauf, wir reagieren drauf und nehmen negative Kritik auch an, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber wir versuchen unser Bestes. Zufriedene User, die sich halt in der Community wohlfühlen, sind am Ende mehr wert als jeder andere, das wissen wir. Also halte ich den User, ist er glücklich und reagiere ich auf User, die zum Trollen da sind, die sind eh nach 2 Wochen wieder weg. Also ich kann mir eigentlich die Mühe, die Zeit und das Geld, wenn man es mal hochrechnet, was dahinter steckt, eigentlich sparen, weil der User wird A, nicht lange bei dir verweilen, der User wird keine Mitgliedschaft kaufen, wird kein Geld bei dir ausgeben, der möchte einfach nur stänkern, von daher let it go. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, Qualität statt Quantität, also auch ein wichtiges Thema. Nicht einfach jeden Tag irgendwas posten, wenn es um Content-Erstellung geht. Wir haben bei uns einen Newsfeed-Bereich, wo verschiedene Informationen fast täglich eingeblendet werden. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wenn wir heute keine Informationen für dich haben oder nichts Themenrelevantes für die Community haben, dann ist es auch nicht schlimm, wenn da mal einen Tag nichts passiert, bevor man da irgendwelche lapidaren, sinnlosen Sachen generiert, die am Ende eh keine Reichweite und keine Nachhaltigkeit bringen. Ja, also zusammengefasst, Community Management ist der Schlüssel zur nachhaltigen Kommunikation und je besser ihr seid, desto mehr ihr dazulernt und so mehr ihr auf eure User eingeht, desto erfolgreicher wird eure Community werden. So, dann kurz vorm Schluss noch eine Folie zu Vorteilen des Unternehmens. Die ist auch eher für die Unterlagen gedacht, im Grunde genommen.
Vorteile des Unternehmens, je besser das Community-Management aufgestellt ist, desto besser funktioniert die Community, um es grob zusammenzufassen. Und auch wenn es ArbeitgeberInnen gibt, die heutzutage noch sagen, Community-Management und Social-Media-Management, das ist nicht wichtig oder das kann man so nebenbei machen. Nein, kann man nicht. Es ist ein vollwertiger Job, es ist eine vollwertige Position und es funktioniert auch nicht alleine. Und im Grunde genommen sollte sich jedes Unternehmen bewusst sein, dass es eine günstige Marketingmaßnahme ist, die man im Arbeitsalltag integrieren sollte. Aber viel wichtiger ist halt die Kundenbindung, weil alles das, was der Community Manager auffängt, wird nicht in Social Media geteilt an negativen Kritik. Also das heißt, die Image-Pflege ist da sehr, sehr wichtig. Es kommen keine Beschwerdetickets für den Kundensupport oder Tech-Bug-Reports für den Kundensupport, weil wenn der Community Manager und sein Team fit ist, dann sind all diese Fragen schon beantwortet und im Endeffekt spart das dem Unternehmen jede Menge Zeit und Geld. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Freue mich über Fragen, wenn ihr welche habt. Ja. Ich wollte fragen, genau zum Thema analog und online. Also du hattest vorhin diese Party gezeigt, wo ihr dann die Gelegenheit habt, die Mitglieder kennenzulernen und auch diesen Schneeball-Effekt. Und also ich habe so verstanden, dass es natürlich auch ein großes Potenzial hat, nochmal die Community nochmal richtig fest zu halten, dann wirklich innerhalb von ein paar Stunden quasi viele Leute kennenzulernen und wirklich dieses User vielleicht zu generieren. Deswegen wollte ich fragen, wie ist so bei euch der Aufwand, also zwischen analog und digital? Ich meine, online ist wahrscheinlich alles viel auch einfacher zu machen und schneller. Aber analog ist halt für mich halt was Stärkeres. Deswegen wollte ich einfach fragen, wie oft ihr sowas auch macht oder wie viel Zeit ihr damit verbringt. Und wenn ihr sowas veranstaltet, also wie ist dann der Prozess, so eine Offline-Veranstaltung organisiert? Okay, also es kam die Frage zu dem Thema analog und digital. Ich wiederhole die Frage einmal, damit die Online-User sie auch hören. Zu analog und digital, also wie ist der Aufwand dahinter, warum macht man das und wie ist der Aufwand dahinter, welchen Mehrwert hat das, kurz zusammengefasst. Also digital ist natürlich der Schwerpunkt, weil wir sind eine Online-Community und die meisten unserer Maßnahmen sind auf online angepasst und ausgelegt, aber wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass das Analoge halt nicht zu vernachlässigen ist. Zum einen gibt es in unserem Sektor so viele Mitbewerber, dass es schwierig ist, neue User zu generieren. Und da ist so eine Kernaussage oder ein Kernfaktor, den User erreichen, der noch nicht online ist. Deswegen analog, also mal ein kleines Treffen in einer Bar. Bei uns gibt es zum Beispiel Stammtische, da wird dann einfach in der Online-Community gesagt, nächste Woche Mittwoch in der und der Kneipe gibt es einen Stammtisch, kommt dazu. Zum einen Kundenbindung, die User kennen sich untereinander, lernen sich untereinander endlich mal kennen, wenn sie schon seit Wochen, Monaten oder sogar Jahren in einem Chat oder in einer Gruppe zusammen unterwegs sind. Zum anderen aber auch öffentliche Wahrnehmung. Ne? Da sitzt eine Gruppe von Usern, die haben dann gleich, oder eine Gruppe von Männern, die haben gleiche Interessen, die tauschen sich aus. In der Regel findet das dann natürlich in Szenelokalen statt. Und andere werden darauf aufmerksam und schließen sich so automatisch an. Und was die Wertigkeit betrifft, also gerade auf einem CSD, wenn wir da hinkommen, als Gruppe wahrgenommen zu werden, zu sehen, dass da Menschen sind in verschiedenen, von 18 bis 50 Jahren, die zusammen einen schönen Tag erleben und Spaß haben, ein besseres, authentischeres Marketing in dem Moment offline gibt es gar nicht. Frage beantwortet oder habe ich zu weit ausgeholt? Ob wir das öfter machen, es ist unterschiedlich. Also jetzt bei dieser Launch-Party, die ihr im Video gesehen habt, das war jetzt erstmal einmalig.
Wir sind aber schon am Überlegen, das regelmäßig zu machen. Bei den CSD-Besuchen, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie das Interesse der User ist. Beim CSD Köln findet es jedes Jahr statt, zum Beispiel, weil das ist nun mal die Veranstaltung in Deutschland. Bei kleineren Events sind wir sehr darauf angewiesen, dass die User es selber organisieren. Also wir selbst veranstalten die Offline-Events gar nicht, sondern es ist eigentlich User-Generated Content. Und wir steigen dann ein und unterstützen mit den Sachen, die sie vor Ort brauchen. Wenn es heißt, okay, wir brauchen ein Lokal, gut, dann rufen wir an und reservieren das irgendwo und machen das fest, weil es aus organisatorischer Sicht einfacher ist, wenn du aus Unternehmersicht anrufst und das festmachst als Sicherheit, als wenn der eine Einzelperson für 20 Leute einlädt. Ja, was den finanziellen Aufwand betrifft, das ist dann auch abhängig davon. Also es gibt T-Shirts, die wir dann zur Verfügung stellen oder andere Merch-Produkte. Und das kommt drauf an, wie da der Rahmen ist. Also wenn das ein kleiner Stammtisch im Sauerland ist, dann versuchen wir da natürlich auch dran teilzunehmen. Das ist personell nicht immer möglich. Aber wir schicken zumindest ein Care-Paket hin mit verschiedenen Merch-Sachen. Da war noch eine zweite Frage. Okay. Ja, also die Altersstruktur, wie wir Content ausspielen, wurde gerade gefragt, dass wir das Onboard, können wir das targeten nach verschiedenen Altersbereichen. In den Socials kann man es nicht targeten, aber dann machen wir es einfach mit verschiedenen Tagen. Also wir nutzen zum Beispiel den Montag für die jüngere Zielgruppe und dann auch gezielt montags morgens um 7.30 Uhr, wenn die jüngere Zielgruppe auf dem Weg zu Schule und Uni und Ausbildung ist und Content zum Beispiel über HIV-Prävention läuft bei uns in den Mittagsstunden, das ist meistens mittwochs, also alle Präventionsangebote, um zu versuchen, genau da auch die Zielgruppe abzugreifen, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, wann ist wer online, kann man das ja ungefähr ein bisschen abschätzen. Und alles, was so Party- und Socializing-Sachen sind, läuft bei uns eher in den Abendstunden, also dann, wenn man wieder auf dem Heimweg ist oder auf dem Sofa liegt. Und ja, ganz platt gesagt, je sexueller der Content auf Socials ist, desto uninteressanter wird wieder die Altersgruppe. Gerne. Weitere Fragen? Ja, ansonsten sage ich danke, schön, dass ihr da wart und ja, meine Nervosität ist weg.